weggehen! Wo ist meine Keule? Ach. Ja, gleich verlieren wir wahrscheinlich wieder Nahrung fürs Heilen. Was aber auch halb so schlimm ist. Ah, interessant. Bis jetzt haben wir noch gar keine Nahrung verloren. Darf ich töten? So, jetzt sind wir hier so weit, dass wir zwei von denen ausbilden können. Aber ja, die Türme lassen wir erstmal noch in Ruhe, weil sobald wir die Türme einreißen, kommt ja eine ganze Truppe und will uns an den Kragen. Fände ich jetzt persönlich nicht so schön. Also, ich werde versuchen, auf 60 Bevölkerung hochzugehen. Dann haben wir wahrscheinlich eine gute Trollarmee zusammen. Weil ich brauche ja schon allein wieder... Was ist? Also, 11 Bevölkerung sind weg für die. Und für die zwei. Darf ich töten? Verbesserung fertig. Ja, er sagt Verbesserung fertig, aber er meint halt, dass der hier fertig ist. Auch gut. Gut, ich habe das Eisen für die Eisen. Verbesserung fertig. Und ja, es gibt leider keine weiteren Steinvorräte mehr. So, jetzt müssen wir auf mehr Eisen warten, damit wir Schleuderer holen können. Und nochmal 4 Champions. Wobei ich jetzt eigentlich 9 Schleuderer machen sollte. Da haben wir wieder eine gute Fernkampftruppe. Kostet halt auch einen guten Batzen Stein. Für 5 Schleuderer brauche ich 200 Eisen. Also kann ich jetzt schon mal die ersten 5 ausbilden. So.
Und da kommt der nächste Angriff. Was ist? Was ist passiert? Was ist? Na schön. So. Darf ich töten? Am besten, ich lasse die Trolle gleich an der Stelle stehen. Weil dann rennt der Mana-Brenner einfach in sie rein und wird verprügelt. Ohne dass ich so groß mehr drauf achten muss. So, und für die restlichen vier brauche ich dann nochmal 160. Das kommt gerade so an. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass die Steineklopper wieder mehr Steine sammeln. Wobei ich als nächstes dann wahrscheinlich 10 Champions raushauen werde. Auch wenn das verdammt lange dauern wird, das Eisen zusammenzukriegen. Auf der anderen Seite aber... Ja, wird es auch dauern, die Nahrung zusammenzukriegen. Gibt hier zwar jetzt genug Leichen gerade. Aber es dauert trotzdem eine Weile. Wie gesagt, es wird auch dauern. Steine und so zusammenzukriegen. Was ist passiert? Verschwindet! Die sollen weggehen! So, heilen wir mal. Auch gut. Was denn? Soweit, so gut. Schon interessant, dass von hier noch nichts gekommen ist. Wurde das, dass sie noch nicht hier oben gefällt haben? Aber ganz ehrlich, wenn ich mir ansehe, wie dick die Stämme sind, die die Trolle da eigentlich tragen, dann müssten Trolle eigentlich wenigstens als Ausgleich doppelt so viel Zeug abliefern. Also abbauen und abliefern wie die anderen Völker. Geht's los? Was ist? Ach. So, Urias, komm mal wieder hier runter. Wie gesagt, im Augenblick ist die Eisenproduktion halt nicht die schnellste. Und ja, nachher können wir ja auch Nahrung mit den Dunkelelfen, also Nahrung, Stein und Eisen, durch die Dunkelelfen sammeln.
Aber dafür hätte ich vorher erstmal eine schlagkräftige Armee. Weil wir müssen erst die erste Festung einnehmen und die zweite, bevor wir dann die dritte und vierte mit Hilfe der Dunkelelfen einnehmen können. Ja, das klappt da ganz gut. Oh, die Leichen hier sind despawned. Oh je, du jagst das Wildschwein hier. Na gut, wie gesagt, noch kommen keine Gegner aus der Festung direkt. Das wird sich aber auch irgendwann ändern. So, die ersten Champions können wir erstellen. Also die nächste Fuhre Champions. Wir haben ja schon 5 Stück. Die nächsten 5 können wir jetzt erstellen. Ach ja, ich mag die Trolle. Sind einfach stupide, haut drauf's. Haben wenig Gebäude, wenig Forschungen. Haben eine schlechte Wirtschaft, was sie einfach macht. Mit den Trollen ist es kein Wunder, dass Zarach und Noor es ziemlich gut hingekriegt haben, die Lichtvölker zurückzudrängen im Krieg der 6 Völker. Also mit den Trollen als Dampfwalzen. Ich muss ja leider immer noch sagen, dass ich finde, dass die Norkane, also die Dunkelelfen, irgendwie das schwächste Volk sind, jedenfalls in Spellforce 1. Das ist aber halt dadurch geschuldet, dass die Preis-Leistung der Einheiten, sage ich jetzt einfach mal, so schlecht ist. Ich meine, selbst eine Assassine kostet 100 Eisen. Gut, da ist eine Schattenklinge mit 70 Eisen, 20 Aria etwas günstiger. Aber trotzdem, wenn man sich das ansieht, wenn wir mal so im Vergleich nehmen, Zwergenverteidiger. 30 Eisen, 60, 30 Mondsilber, 60 Eisen. Das geht vom Preis her und die sind verdammt stark, die Verteidiger eigentlich. Deswegen bestehen meine Hauptzwergenarmeen immer aus Verteidiger. Selbst wenn ich Krieger nehme. Ein Krieger ist im Schnitt 25 Ressourcenpunkte. Also wenn ich davon ausgehe, dass jede Ressource, egal, auch die seltenen, nur ein Punkt zählen. Ist 25 Ressourcenpunkte günstiger als eine Assassine und trotzdem stärker als eine Assassine.